Herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde, hier mal wieder mit spuren Eisenbahngeschichten und einem kurzen Infovideo. Und zwar möchte ich Danke sagen. Danke an Familie Schmidt, Patrick, ein guter Eisenbahnfreund von mir hier auf YouTube, mit dem ich ja auch schon ein bisschen was zusammen gemacht habe und viel Kontakt auch übers Handy habe, schon seit einiger Zeit. Und seine Frau Diana haben mir eine super schöne Überraschung zukommen lassen. Und das möchte ich euch jetzt mal gerne zeigen und mich dafür bedanken. Wirklich eine super tolle Idee alleine schon und super Überraschung. Ich habe mich wirklich richtig gefreut über das Paket. Und ich möchte gar nicht lang schnacken, ich möchte euch das Ganze jetzt auch mal zeigen. Zum einen habe ich von Patrick diese wunderschönen Wagen von der Nürnberger Spielwarenmesse bekommen. Die kommen natürlich in meinen Messezug mit rein. Und der dürfte dann jetzt auch vollständig sein. Muss ich nochmal gucken. Vielen, vielen Dank, Patrick. Ich freue mich richtig. Das sind richtig schöne Wagen. Die habe ich auch beide noch nicht. Von daher passen die super toll in meine Sammlung. Alleine darüber habe ich mich schon riesig gefreut. Und jetzt möchte ich euch nochmal den Oberhammer zeigen, liebe Freunde. Und zwar hat das die Diana gemacht, die Frau von Patrick. Richtig tolle Arbeit. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Ich zeige euch das Ganze. Und zwar hat die Diana mit Airbrush eine Dampflok gemalt auf blauem Hintergrund. Richtig, richtig schön. Als Bilderrahmen hat sie, oder haben sie, ich weiß nicht, ob das in Zusammenarbeit mit Patrick war, ich weiß auf jeden Fall, dass Diana diese wunderschöne Airbrush-Arbeit gemacht hat. Und als Rahmen haben sie dann hier Spur-N-Gleise genommen. Ein richtig tolles Bild. Ich habe es natürlich sofort auch aufgehangen. Das hat einen Ehrenplatz bekommen über Charlottenhausen. Das zeige ich gleich auch noch mal in der Ganzansicht. Aber Diana, richtig tolle Arbeit. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Es ist so ein schönes Bild. Und darüber hinaus die Idee noch, ein Freundschaftsbild für den Patrick und mich zu machen. Denn Patrick besitzt dieses Bild auch. Super tolle Geste. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Ich fühle mich richtig geehrt und geschmeichelt. Dementsprechend habe ich es auch sofort aufgehangen. Ja, nochmal das wunderschöne Bild von der Diana und dem Patrick. Also gemacht von der Diana und als Überraschung von Patrick bekommen. Ja, ihr seht hier Charlottenhausen. Und darüber dann die Deko. Von Charlottenhausen. An dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, im Moment komme ich überhaupt gar nicht hinterher mit den Kommentaren auf meinen Videos, auf euren Videos. Ich gucke eure Videos, nach dem Dienst mache ich mir den Laptop wie gewohnt an und gucke eure Videos, aber dann lege ich mich auf die Couch meist, wenn ich die Videos gucke und kommentiere dann nicht mehr. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn ich im Moment da ein bisschen inaktiver bin als sonst und ich gucke eure Videos, ich bin trotzdem immer bei, ich bin nicht weg oder so, aber es ist halt Sommer, ich habe einen Pool gekauft, es ist viel anderes zu tun drumherum, dann hatte ich viele Wechselschichten in der letzten Zeit, deshalb wundert euch bitte nicht, aber ansonsten geht es wie gewohnt bei mir auf dem Kanal mit meinem Format hier weiter. Aber zurück zum eigentlichen Thema, vielen Dank nochmal für dieses wunderschöne Meisterwerk, Diana und Patrick. Schaut rein bei der Schmidtschen Gartenbahn, die werde ich euch natürlich auch verlinken. Und bei der Schmidtschen Modellbahn, Patrick, gerade im Neubau einer wunderschönen Spur-N-Anlage. Den Kanal werde ich euch verlinken in der Infokarte und unten natürlich in der Kanalbeschreibung auch nochmal darauf hinweisen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt sonnige, schöne Tage, so wie ich. Und dass wir uns demnächst wiedersehen. Euer Marcel von Spähn Eisenbahngeschichten. Bis denn und tschüss.